Ja, dies ist ein Video von einem kleinen Hike-and-Fly-Abenteuer und zwar mein erstes mit Skiern im Kühtai bei Innsbruck, westlich von der Zimbachalm, mit dem Start dann an der Serrainstraße und dann der Tour hoch in Richtung des Kreuzjochkogel und dann einem Abflug wieder zurück zur Serrainstraße. Viel Spaß! Alles perfekt getimt, jetzt kommt gerade die Sonne her. Einfach schön. Für den Aufstieg von ca. 700 Höhenmetern und 3 Kilometern Distanz haben wir ein bisschen mehr als 2 Stunden gebraucht, was vor allem an meinen ganzen Trödeln lag und den Pausen. Aber angekommen sind wir dann doch und nach einem kurzen Genießen der Aussicht ging es dann natürlich sofort an das Zusammenpacken der Skitourenausrüstung und das Vorbereiten für den Start. Guten Flug. Also erstmal. Oh. Komm nicht weg! Ah. Vielleicht müssen wir uns eine Bahn trampeln. Und wie man Auf geht's. gut sehen kann, der erste Start war ein Fehlstart. Zum einen, weil ich den Schirm nicht gerade aufgeführt habe, zum anderen, weil ich noch Eis unter den Skiern hatte und deswegen nicht fahren konnte. Aber der nächste Versuch folgt sofort. Alles klar. Darf ich wieder? Ja, das schaut gut aus. Nein! Nicht lang genug geführt. Und auch der zweite Start von mir war ein Fehlstart. Und zwar ist die Analyse völlig richtig. Der Schirm wurde nicht lang genug hochgeführt und ist deswegen wieder runtergefallen, obwohl ich Fahrt hatte. Aber optimistisch, dass ich das besser machen kann, habe ich mich natürlich direkt für den dritten Start vorbereitet. Nachdem nun meine Kamera seit dem ersten Startversuch die ganze Zeit gefilmt hat, war an dieser Stelle leider der Akku leer. Aber wir können zum Glück rüber wechseln zu der anderen Kamera und uns den ganzen Flug anschauen.
Und jetzt kann man noch einmal die Route sehen.